also irgendwie sind ja Lehrende auch, oder ja, ich als Doktorand irgendwie auch nur Menschen, munkelt man zumindest, sage ich ja mal als Scherz, aber... Angeblich soll das so sein, ja. Ja, genau. Liebe Leute, ah nee, wir müssen noch twittern. Ich habe schon erfolgreich meinen Mathematik-Vorkurs hinter mich gebracht. Oh, da müssen wir heute drüber reden. Das ist ja auch unsere... Da haben wir ja am Anfang angefangen. Das stimmt. Das ist so etwas wie unser Jubiläum, ja. Genau. So. It's fired. Und on sind wir schon lange. Genau, da haben wir ja tatsächlich letztes Jahr, würde ich jetzt fast sagen. Also ich glaube, muss ja um die Zeit gewesen sein. Das erste Mal so gestreamt, da war es noch sehr warm, da saß ich auf meinem Balkon. Wir könnten das natürlich irgendwie im Archiv einfach nachschauen. Aber mittlerweile ist eine ganze Menge passiert. Ich bin umgezogen. Dieser schöne Balkon steht mir leider nicht mehr zur Verfügung. Dafür habe ich eine schöne Terrasse, von der ich ja mein neues Mathematik-Vorkurs Hallo, liebe Studis, Begrüßungsvideo aufgezeichnet habe. Der feine Herr hat jetzt eine Terrasse. Okay. In Magdeburg kann man sich anscheinend Terrassen gönnen. Das ist gut. Ja, aber tatsächlich, also ich meine, da haben wir ja... Aber also, vielleicht gehen wir mal durch. Du hast den Mathematik-Vorkurs gehalten. Heute Morgen habe ich, auch kurz mal so reingesneakt, hast du ja auch über Twitch einen Workshop gehalten. Folienset an der TUM habe ich auch, oder in München auf jeden Fall irgendwo da unten, habe ich auch verfolgt. Genau. Also du warst sehr fleißig. Das kann man schon mal festhalten. Genau. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht und zwischendurch hatten wir auch noch ein paar nette Kinderaktionen, bei denen wir ein paar Kinder bespaßt haben. Ach Gott, ja. Das, war auch was man auf dem anderen, auf dem Lehrstuhl EMV Twitter-Account nachverfolgen kann. Da war auch irgendwas, nicht das Fest der kleinen Forscherinnen und Forscher, das ist natürlich cute Title und so. Irgendwas war noch. Der Maustüröffner-Tag war auch noch, der war am 3. Oktober. Und da hatten wir auch was, das war auch total witzig. Das ist so diese Aktion Robo-Picasso, die wir sonst immer in Präsenz gemacht haben. Die haben wir uns ja im letzten Jahr mal ausgedacht, irgendwie in so einer Bierlaune, der Kollege Thomas Schallschmidt und ich. Ja. Wo wir kleine Roboter nehmen, die halt so einpacken, dass die durch Farbe. Ich suche gerade, erzähl ruhig weiter. Ich suche gerade das da musste, glaube ich, muss man nach irgendwie Hashtag Robo-Picasso suchen. Da findest du das, glaube ich, schneller. Und dann kann man sie halt einfach von einem Tablet oder von einem Handy aus steuern und sie fahren eben durch die Farbe, nehmen diese Farbe auf und geben die dann wieder auf das Papier ab. Dann entstehen eben so Action-Painting-mäßige Bilder. Wir haben das natürlich in unserem Ingenieurskopf Robo-Picasso genannt, weil Picasso der einzige Maler ist, der uns auf die Schnelle eingefallen ist. Und dann waren wir da mit mal tatsächlich bei solcher Aktion, irgendwie so ein Kunst- und Kulturtag, wo dann ganz viel Kunstschaffende und Theaterleute und Künstlerinnen da waren und die haben gesagt, das sieht ja aus wie Bilder von Pollock. Und da mussten wir erstmal googeln, wer dieser Pollock Jackson war. Jackson Pollock, Pollock natürlich. Ja, genau. Gott. Jackson Pollock natürlich. Asche auf unser Haupt. Wir sind halt. Dann haben wir gedacht, dann hätten wir es bestimmt auch irgendwie Robo Pollock nennen können. Es sieht eben so ein bisschen so aus. Ja. Und das haben wir immer in Präsenz gemacht, immer mit Leuten, die direkt daneben standen. Und jetzt für diesen Maustüröffner-Tag hatten wir mal einen Studenten, eine Studentin angespitzt. Das war auch noch nicht so lange her. Da sieht man, wie wir das immer so in Präsenz gemacht haben. Das ist bei so einer Studium- und Berufsinformationsmesse nicht weit weg von Magdeburg. Ja, yeah, okay. Und für den Maustüröffner-Tag haben wir es halt komplett online gemacht. Und das war tatsächlich auch nochmal ganz interessant. Also, das habt ihr aber online gemacht, oder? Das haben wir komplett online gemacht. Wir hatten dann immer so 10 Minuten Zeitslots geplant für so Zielgruppe Sendung mit der Maus ZuschauerInnen. Also junge Erwachsene? Junge Erwachsene? Also ich meine, ich bin mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, dass der Kultfaktor, sprich Zielgruppe, die haben ein großes Einzugsgebiet. Definitiv. Also es waren so Kinder, würde ich sagen, zwischen 6 und 12. Recht interessant war, dass immer oft Mütter ihre Söhne angemeldet haben. Also so die Mutter war dafür verantwortlich, Kinder anzumelden und hat dann oft gesagt, oh, Roboter, mal mit Robotern, das klingt was für mein Das ist doch was für dich. Haben wir halt so immer 10-Minuten-Slots geplant. Die Kinder haben sich in ein Zoom-Meeting eingewählt. Konnten dann über das Zoom-Meeting natürlich mit uns kommunizieren und wir mit den Kindern. Die konnten halt dann diese Kamera sehen, die dieses Malfeld von oben gefilmt hat.
und konnten über die einfach die Steuerungsfunktion in Zoom diesen Roboter dann von sich aus fernsteuern und haben dann eben von, wir hatten so Teilnehmende aus ganz Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin natürlich auch, NRW und okay. so. Und dann haben die alle für 10 Minuten mal diesen Roboter ferngesteuert. Und die Bilder liegen jetzt auch noch in meinem Büro hier rum, die habe ich schon klein geschnitten. Die kriegen jetzt dann die Kinder. Kriegt dann jeder einen Ausschnitt quasi? Genau, die kriegen dann einen Ausschnitt des Bildes, das sie gemalt haben, okay. per Post-Sushi. Warte, ich muss mal mich nur kurz abkabeln, dann hole ich mal eins. Ja, ich mache in der Zwischenzeit schon mal das Video. Ihr macht echt verrückte Sachen. So, ich gucke nochmal nebenbei, was hier der Twitch-Chat macht. Bisher nichts, sehr gut. Habt ihr da echt nur, also nur in Shorts hochgeladen? Okay. Ach, Fanny, ach, okay, die Grüne, warte mal, ich nehme dich. Das zeigen wir gerade mal richtig. Das ist natürlich grün als Greenscreen und so schwierig. Ja, ja, kann man, halt mal in die Kamera, ich hab dich kurz. Ach, cool. So, und das ist halt ein Sechstel eines solchen großen Bogens, den wir okay. gemalt haben. Und immer 6 Kinder haben jeweils 10 Minuten lang für 1 Stunde an so einem Bild rumgemalt. Okay. Und kriegen jetzt dann ein Sechstel dieses Bildes per Post zugeschickt. Und ja. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wie habt ihr das gemacht? Bitte, wie haben wir das gemacht? Also es gibt einfach eine Software. ja. Es gibt einfach eine Software direkt vom Hersteller, mit dem man auch von einem PC aus wie von einem Handy diese Roboter fernsteuern kann. Okay. Und dann kann man halt einfach über Zoom sagen, Anne, die Bildschirmfreigabe du, dann. Du kriegst jetzt die Bildschirmfreigabe, du kannst meine Maus und Tastatur übernehmen okay. und du kannst jetzt dann über meinen Bildschirm diesen Roboter fernsteuern. Ist das ging über die Tastatur. Edu oder genau, was? Und diese Roboter ja, sind diese Sphären-Minis, okay. genau. Okay. Und das Interessante ist natürlich jetzt, eigentlich ist das ein Hybrid-Lehr-Setting und zwar ein sehr interaktives, wenn man das mal so will. Ne? Weil natürlich wir den Kindern auch ein bisschen erklärt haben, wie diese Roboter funktionieren. Also spätestens nach 5 Minuten fragen die dann auch meistens, und wie geht das jetzt eigentlich? Und dann kann man halt so ein bisschen anfangen zu erklären, was dieser Roboter macht, wie der mit dem Computer verbunden ist, wie der halt eigentlich da so fährt. Ja. Und damit das eben über dieses Online, also ich nenne es mal Hybrid, weil ich ja mit Thomas Schallschmidt zusammen im Labor war. Also wir haben uns da direkt gesehen und konnten miteinander sprechen. Die ganzen Kinder waren aber eben remote zugeschaltet. Ja. Und das hat super gut funktioniert. Also wir hatten dann auch diese OBS-Bot-Kamera am Start, die uns so ein bisschen verfolgt Klar. hat. Und wir hatten beide so ein Ansteckmikrofon, hatten halt einfach Boxen dran an dem Computer. Und letztendlich konnte man mit den Kindern genauso direkt und niederschwellig kommunizieren, egal wo man im Raum war, hat man sie gehört, haben wir sie gehört, wir konnten rumgehen, da neue Farbe aufs Papier kippen und so. Eigentlich cool. hat das, fast genauso gut funktioniert wie in Präsenz. Nicht schlecht, okay. Bis auf bei 2 Kindern, da hatten wir so technische Probleme, die haben sich irgendwie von einem Tablet halt eingewählt, da hat das einfach mit dieser Steuerung nicht funktioniert. Ja, aber das ist ja irgendwie so eine 1%-Regel. Also ja, genau so. Also an einem iPad ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt. Und aber würdest du da nicht, also es klingt so ein bisschen so, als wäre die Kommunikation sogar niederschwelliger oder einfacher als, lehne ich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, mit Erwachsenen oder jungen Erwachsenen, die vielleicht stiller in Zoom sind. Vorsichtig ausgedrückt. Also ich kenne das auch so irgendwie mit Programmieren mit Kindern und so, dass die dann, auch, dass es da auch so ein paar gibt, die sind noch relativ forsch und wollen das dann auch ganz genau wissen. Und da explodiert der Chat auch gerne mal. War das da auch so? Wie viel Eis musste gebrochen werden? Also das ist noch so. Eigentlich ließ sich das Eis relativ schnell brechen. Also damit wir uns nicht jedes Mal wieder neu vorstellen mussten und sagen müssen, hallo, ich bin Matthias, hallo, ich bin Thomas und so, hatten wir eben dieses Video, was du da gerade hast, vorher aufgezeichnet. Ja. Ach, deswegen passiert ja auch nichts. Also hier macht ihr. Passiert nichts. Da doch so ein bisschen. Da müsste ein bisschen was passieren. Ich zeige halt, wie diese Steuerung funktioniert. Ja. Und wir stellen uns kurz vor und ich zeige kurz, so ungefähr wird das bei euch auf dem Bildschirm aussehen. So sollte das für euch aussehen. Ihr solltet irgendwo in einer Kamera uns sehen. Ihr solltet diesen Roboter sehen. Ihr solltet diese Steuerungsoberfläche haben. Ja. Und das haben wir auch einfach in Zoom abgefilmt. Und es war dann ganz, also
oft ist halt so, die Kinder sind als Zoom-Meeting gekommen, dann hat man sozusagen, dann haben sie halt irgendwie das Mikrofon angemacht und dann hat man halt so im Hintergrund die Eltern tuscheln und so, jetzt sag doch mal Hallo, sag mal Guten Tag. komm, jetzt geh mal an den Stand, los, sag doch mal Hallo. So, ah, okay, und, cool. Ja, okay, das war total süß und dann haben die Kinder mal gesagt, hallo, ich bin und so und naja, und dann haben sie halt ihre Kamera meistens natürlich irgendwie auch angemacht und waren am Anfang, klar, natürlich, man wählt sich irgendwo zu, ich sag mal, wildfremden Leuten in eine Zoom-Konferenz ein. Ja. Natürlich ist man da erstmal so ein bisschen reserviert, aber dann hat man halt gemerkt, sobald sie diese Steuerung von dem Roboter an der Hand hatten und jetzt gemerkt haben, oh, da passiert das, da hat man dann wirklich gemerkt, dass sie sich nur noch eigentlich auf das Steuern dieses Roboters konzentriert haben und diese, ich sehe mich da jetzt selbst und diese Selbstansicht macht mit mir auch irgendwas. Ja, cool. Komplett für sich ausgeblendet haben, ja. Spannend. Das war sehr, sehr spannend. Und also, ich würde nicht sagen, dass es besser funktioniert hat. Es ist halt auch immer einfach anders. Ja, also wenn wir das jetzt in Präsenz gemacht hätten, hätten wir das mit Sicherheit auch nicht so mit diesen Zeitzots geplant, sondern warum auch? Vielleicht, also, genau, dann kommen also halt vorbei halt, und ja. Immer sechs Kinder vielleicht für eine Stunde eingeladen und dann hatten die halt mit sechs Robotern und von sechs Tablets oder sechs Handys aus gleichzeitig an einem Bild gemalt. Aber vermutlich hätten wir trotzdem sowas wie ein Bild pro Stunde gemalt mit sechs Kindern, aber eben nicht sequenziell, sondern parallel. Das ist so vielleicht der einzige Unterschied. Aber wie viel, ansonsten, diese Kommunikation hat auch online super gut funktioniert. Wie viele von den Boards habt ihr? Also das ist ja sozusagen das... Das skaliert ja jetzt nicht beliebig. Also es ist ja auch schon relativ groß, ne? Na, das ist jetzt ganz groß. Das ist so ein mobiles Setup. Okay, das ist das Kleine, ne, was wir im Video gesehen haben. Das ist das Kleine, was wir jetzt benutzt haben. Das ist 1,20 Meter mal 80 Zentimeter. Das funktioniert halt eben genau für dieses Papier, was wir dort haben. Ja. Okay. Und jetzt der Reihe nach. Die Kugeln, also die, was ihr Picasso in Zukunft... Pollock, Kugeln, wie auch immer. Wie funktioniert das? Das muss ja irgendwie durch Induktion oder so. Also da muss ja noch was drunter liegen. Oder nee, das sind zwei Halbkugeln, die man zusammensteckt zu einer Vollkugel, die aber hohl ist. Und da fährt ein Roboter drin rum. Und der fährt in der, also wie wenn man sozusagen in so einem Hamsterrad laufen würde. Rollt ja in der Kugel rum und rollt damit die Kugel vorwärts. Dieser Roboter hat halt unten Gewicht dran, was immer die eine Seite unten hält und dann hat er an der Seite zwei kleine Räder. Und mit denen bewegt er sich in der Kugel und rollt damit die Kugel um sich außen ringsrum durch die Gegend. Also typisches STEM oder MINT. Genau. Spiellernzeug. Okay. Genau. Ja. Dann habt ihr da halt Farbe drauf gekippt und dann... Und dann feuerfrei die Dinger da durchfahren lassen. Und Attacke. Nicht schlecht. Okay. Ja, ist für so Messen wahrscheinlich eher so eine, also eher eine relativ hohe Bar, wenn man das so möchte, oder hohe Hürde. Das sind so die Stände, die halt normalerweise auch gerne an den Eingang gestellt werden, damit eines der Highlights direkt am Anfang steht. Und die Stände, die irgendwie nicht so was Tangibles, Greifbares haben, denke ich dann, jetzt gehen sie alle schon wieder zu den Ingenieuren. Aber es ist ein Augen, also es ist, denke ich, ein Augenfang, ein Eyecatcher, wie man so schon sagt. Es ist ein Eyecatcher, definitiv. Ja. Es ist so ein Türöffner. Es ist so was, was man halt, genau wie du sagst, gut so hinstellen kann. Und dann sind die Leute mal da und wenn sie das auch nur ein bisschen interessiert, bleiben sie erstmal einen Moment da und irgendwann stellen sie dann die Frage, wie funktioniert das denn jetzt und so. Ah, okay, und dann gibt es direkt noch mehr Ingenieurs-Propaganda-Material. Ja gut, da hatten wir jetzt halt immer noch so ein paar andere Sachen, ja. Ja, okay, okay. Auf jeden Fall fand ich das im Sinne so eines Hybrid-Settings. Wir haben dann mit Thomas Scheischmidt so ein paar witzige Sachen ausprobiert. Also zum Beispiel, wenn man mit dieser Verfolgungskamera, wenn man sich dann so voreinander stellt, das, was du beim letzten Mal so ein bisschen diskutiert hast, welches Gesicht erkennt die? Und dann geht der hintere taucht so ab. Ja. Und dann geht die andere weiter und dann verfolgt sie natürlich auf einmal den anderen. Also ich habe jetzt heute ja auch für diesen Workshop die Kamera benutzt. Ich hatte letzte Woche in der Sprechstunde das benutzt, wo aber kein Student, keine Studentin da war. Ich habe das jetzt in ein paar anderen Settings auch schon ausprobiert, die ich so als Workshops für andere Unis. Ich glaube, ich war virtuell in Chemnitz und in
an der Uni in Köln und so und habe das ein bisschen gezeigt. Ja. Also, ich will es nicht sagen, dass die Kamera mich mittlerweile enttäuscht, aber so krass gut mit der Gesichtserkennung und Verfolgung funktioniert das nicht. Also die Gesichtserkennung und Verfolgung an sich funktioniert gut, aber die Kamera erkennt halt Gesten, wo keine Gesten sind. Also wenn man beim Sprechen... Wer hat denn darauf vielleicht schon hingewiesen? Uiuiuiui. Aber ich meine, Skeptiker sein ist immer easy. Es ist immer leicht zu sagen, das funktioniert nicht, das ist zu teuer, das haben wir noch nie so gemacht. Insofern, also ja. Okay, aber eigentlich auch, also ich meine... Viele haben ja auch so einen Confirmation-Bias, dass sie gesagt haben, ich habe jetzt 200 Tacken dafür ausgegeben, das muss gut sein und ich werde meine Meinung diesbezüglich nicht ändern. Okay. Und ich zeige halt immer so auch so gern und dann ist sowas so groß oder so klein und dann erkennt die Kamera immer irgendwelche Gesten und zoomt rein und zoomt raus, das ist ja noch, aber also es kommt super oft vor, dass sie halt einfach blockiert. Also, dass sie mich nicht mehr verfolgt. Und dann steht man immer so ein bisschen komisch da, hier mit dem Daumen an der Hand. Das jetzt erkenn die Hand. Ja, okay. Bis sie mich dann irgendwie wieder erkennt. Wobei die Verfolgung an sich gut funktioniert. Also, ich meine, da sind ja mehrere, also, ja, Pan-Tilt Zoom ist das ja letztlich. Und wenn man halt vergleicht, was eine richtige PTC-Kamera, die es ja auch schon weit vor dem ganzen Videokonferenzzeitalter gab, leider kostet, weil die Nachfrage nicht da war, nehme ich an. Also insofern, ja, du hast halt auch nur einen Bruchteil davon bezahlt. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du sagst, so richtig krass. Aber vor allem das Gestenproblem, davon wussten wir ja vorher gar nichts. Ja, also es wäre halt schön, wenn man diese Gestenerkennung, also zumindest von dieser flachen Handgeste, die auch, also ich glaube, das Abschalten erkennt sie immer und überall und beim Anschalten steht man jedes Mal wieder gefühlt 10 Sekunden da und sagt, jetzt erkenn halt die flache Erkennung. Also den Zoom erkennt sie gut, schaltet sich meines Erachtens halt zu oft ab und das wäre einfach cool, wenn man das irgendwo im Treiber oder was weiß ich, irgendwo in der Software halt ein Häkchen setzen könnte. Zoom gern auf die Geste, aber erkenn halt nicht mehr die flache Hand. Verfolgt mich immer, egal was ich mache. Aber meinst du jetzt mit Abschalten wirklich Strom aus, Kamera geht schlafen? Nee, dass sie diese Geste nicht mehr erkennt, dass sie einfach stur in diesem Verfolgungsmodus bleibt. Verstehe. Ja. Kann man die Kameraposition blockieren und das erkennt sie eben zu oft. Also weil natürlich du sagst, mit den Händen beim Sprechen und dann sagt die Kamera, Matthias, ich soll dich nicht mehr verfolgen. Ja. Ich bleib jetzt einfach an der Stelle stehen und dann bleibt sie halt irgendwo stehen, wo ich dann aber gar nicht mehr bin. Und dann laufe ich halt natürlich aus dem Kamerabild raus und nützt mir die beste Kamera halt auch nichts. Was ich nochmal, rede mal weiter, ich suche nochmal ein anderes Beispiel raus. Also mache ich weiter, ich suche noch ein Beispiel raus, weil Professor Lasch hat das mittlerweile auch benutzt. Ja, und was mir halt jetzt in der Sprechstunde eingefallen ist, wo ich letzte Woche so probiert habe, also es ist ein bisschen auch das, ich gebe es ungern zu, aber du hattest auch mal wieder recht, letztendlich nützt diese Kamera, also so den riesen Vorteil mit, ich schreibe jetzt an dieses Whiteboard versus und dann stehe ich mal und sitze ich mal und schreibe mal hier und schreibe mal dort und dafür brauche ich eine Kamera, die mich verfolgt, bringt jetzt nicht so den wahnsinns riesen fancy Vorteil gegenüber. Ich sitze an einer festen Stelle, schreibe mit einem Wacom-Tablet auf dieses Whiteboard oder auf eine Beamer-Fläche und alle sehen das dabei. Im Raum. Ich kann da genauso das Bildschirm teilen, hin und her machen, MATLAB nutzen, was auch immer. Aber ich bleibe einfach still sitzen, kann dann auch viel besser in die Kamera gucken, so wie jetzt. Und vielleicht trotzdem mal noch ab und zu links und rechts zu den Leuten im Raum. Ja. Und schreibe halt einfach auf ein Wacom-Tablet. Und weil gefühlt ist es eben, vielleicht ist es auch nur meine Eitelkeit, also die Kamera filmt mich dann gefühlt auch immer von hinten. Natürlich. Und naja. Das macht die mit Absicht, Matthias. Mit Absicht macht die das. Ja, was mir auch auffällt, dass wenn du dann, also gerade heute waren ja auch Studierende im Raum bei deinem IEEE-Workshop. Und dass, wenn du dann doch mal eine Frage beantwortest, du dich eh gar nicht so viel bewegst. Also, was ja auch irgendwie logisch ist, also ich könnte mir Fachkulturen vorstellen, dass das anders, weil man, oder
Stile an Präsentation. Also ich habe eine relativ ausgeprägte Gestik bei sowas. Aber der Anwendungsfall der Kamera ist halt begrenzt. Und wenn du dich so viel rumbewegen musst, zum Beispiel, weil du eine Führung machst, dann musst du ja auch mehr als eine Achse können und auch irgendwie vor zurück. Und dann hast du entweder so eine Dolly-Schiene oder einer muss die Kamera halten. Genau, ja. Also das habe ich. Ich habe ja auch schon so online oder virtuelle hybride Laborführungen gemacht. Mhm. Und da habe ich das oft so gemacht. Also entweder ich habe einfach selber die Kamera, das Handy, ja, mich mit dem Handy in Zoom eingewählt, in das gleiche Meeting wie mit den Studierenden, bin dann, ne, also habe meinetwegen im Büro begonnen, habe ein paar kleine Folien gezeigt, habe dann gesagt, jetzt bleibt alle in dem Zoom-Meeting drin. Ja. Ich wähle mich mit dem Handy ein, schließe mir irgendwie nochmal ein gutes Mikrofon an. Unsere Labore sind ja oft akustisch nicht die allerbesten. Sodass ich ein warum auch? Also. Warum auch, ja. Sodass ich halt ein kabelgebundenes Ansteckmikrofon habe. In unseren elektromagnetischen Verträglichkeitslaboren hat man auch oft Problem, dass die Funkverbindung nicht gut funktioniert. Mhm. Also so Bluetooth und so funktioniert ja nicht sehr zuverlässig. WLAN geht immer gerade noch so. Und dann bin ich halt einfach damit durch das Labor gegangen und habe halt mal zwischen Front- und Rückkamera umgeschaltet, je nachdem, was ich dann so gezeigt habe, ob ich mich eher noch mitgezeigt habe oder irgendwelche Sachen. Das funktionierte wunderbar. Oder ich habe eben, wenn ein paar Studis mit im Raum waren und trotzdem ein paar Studis mit per Zoom zugeschaltet waren, habe ich irgendwem von den Studis im Raum das Handy in die Kamera, das Kamera-Handy in die Hand gegeben und habe gesagt, Film mich halt so ein bisschen, ja, und das links rum, was ich so gerade erzähle, dann kann ich mich mehr aufs Erzählen konzentrieren und du machst jetzt mal kurz mit den Kameramann, auch das hat wunderbar funktioniert. Okay, cool. Aber wie du sagst, dafür bräuchte man jetzt auch keine PTZ-Kamera, weil die ist dann wieder zu eingeschränkt. Ja, was mir noch, also wie gesagt, was mir noch aufgefallen ist, als du es ein bisschen nebenbei laufen lassen, dass es gibt ja irgendwie Full HD, es gibt Full HD. Und viele Kameras und Handys und wie auch immer sagen, sie können Full HD, die Auflösung stimmt, der Sensor ist nicht groß genug, irgendwie es wird doppelt und dreifach dekodiert, was eigentlich keinen Sinn ergibt, aber man erkennt hinter dir auch nochmal irgendwie im Vollbild, gut, es ist ja jetzt auch nochmal durch die Komprimierung. Du hast dann irgendwie gesagt, ja, wir machen amerikanische oder europäische Symbole und man hat einfach nichts am Whiteboard erkannt. Keine Chance. Die Folien waren eingeblendet, man wusste, was du gesagt hast. Aber ja, da dachte ich auch so, ja, das ist, einfach das kommt keine Chance. Ende. Ich habe mir das natürlich jetzt in der Zwischenzeit noch nicht angeschaut. Du kannst ja mal so relativ zum Ende scrollen. Ob, ja, genau, hier mal zeigst du den diesen Editor, genau. Und irgendwo, genau, und da ist das halt an der Tafel. Ich glaube, interessanterweise bei diesem Video, was die Kolleginnen aus Chemnitz von mir aufgezeichnet haben, da ist mir das auch, also aufgefallen, die normalen Whiteboards, na, da sieht man ein bisschen, wie ich eine gestrichelte Linie male. Ja, man kann es so erahnen. Erstmal haben die Whiteboards alle das Problem, dass sie natürlich spiegeln, wie verrückt. Ja, man sieht da eher das Fenster drin. Und weil die halt auch perfekt, also oft sind ja Whiteboards orthogonal zum Fenster, weil du willst irgendwie Licht von der Seite. Also es gibt tausende von Whiteboards, die genau das gleiche Problem haben. Ja. Und dann hat man richtig krass gesehen in diesem Video, dass die Kompression so, ich habe das gezeichnet, dann sah man das so für einen Moment gut, wo sich das sozusagen noch geändert hat in dem Video. Ja. Und dann war auf einmal finden wir das Video? Das Bild statisch war, das findet man nicht bei YouTube, das findet man auf diesem Videocampus Sachsen. Ja, gut, ja, okay, we tried. Aber so, und da hat man gesehen, okay, solange ich zeichne, alles gut. Und jetzt war das Bild auf einmal statisch und dann hat die Kompression gesagt, oh, da erinnert sich nichts mehr jetzt. Das ist, im Grunde ist das alles weiß. So. Ja, das ist, ja. Und nochmal, das liegt ja nicht an dir oder an den. Es ist halt. Ja. Spannend. Aber ich meine, jetzt so für diese Sachen, da ist diese Kamera schon gar nicht so verkehrt. Ja, ne? Ich meine, also, das ist schon besser als jetzt eine fixe Kamera oder die man irgendwie manuell nochmal zoomen müsste mit einer Fernbedienung oder so. Vor allem, wenn wir also eigentlich müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns ganz ehrlich sagen, es ist grundsätzlich Quatsch, auch mit einer 4K-Kamera ein physisches Whiteboard abzoomen. Also das ist doch der Grund, warum das eine dumme Idee ist. Und nicht, weil irgendwie die Kamera zu schlecht ist.
Ja, das ist halt, ist leider so die Ecke mit Vorlesung einfach aufzeichnen, Whiteboard, also alles, was man einfach mal so aufnimmt. Ja, genau. Ja, und also deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von dieser Kamera, aber ich bin doch so ein bisschen ernüchtert. In dem Gartner-Hype-Cycle, so bin ich jetzt irgendwo so im noch nicht Teil ganz im der. Der Teil der Tränen angekommen, aber. Ah, okay. Was ich noch mal zeigen wollte, einfach, also auch einfach aus stilistischer Sicht, Professor Lasch von der TU Dresden, macht auch echt coole Sachen und er hat auch ganz coole Overlays sich so im Laufe der letzten Monate gebaut. Und dann sieht man, also ich glaube, er fühlt sich auch sehr wohl in diesem, mit den Bausteinen und das Overlay hat er sich einmal wie ein OBS gebaut für die reinen Online-Vorlesungen oder auch für die Kurzvideos. Und jetzt hat er angefangen zu streamen. Ich feiere das sehr und habe auch tatsächlich, obwohl es überhaupt nicht mein Thema ist, einfach mal so ein bisschen, er macht nochmal Koloniallinguistik, Auxiliarität hat er gemacht. Und weil er auch, also verschiedene Sachen finde ich hier interessant. Soll keine komplette Analyse werden, aber zum einen dieses, es geht noch nicht los, du darfst aber schon rein sneaken. Und das ist die gleiche Perspektive. Und genau, die Kamera verfolgt schon. Ich glaube, er hat auch diesen OBS-Bot. Ich muss ihn mal fragen. Und das ist das Gleiche, was im Vorlesungssaal oder im Seminarsaal passieren würde, weil natürlich guckt man mal irgendwie vor, was passiert da gerade, weil man auch wissen will, wann es losgeht. Währenddessen macht man irgendwie Science, fangen so Chit-Chat-Gespräche an, ob die digital stattfinden, sei mal dahingestellt. Und dieses, ja, ob ich habe ja immer von der Radiocam im Stream geschwört und da auch noch mal hier, da sieht man so eine echt teure PTZ, die ja anscheinend ins Auditorium gerichtet hat. Also da steht eine ganze Menge schöner Tech-Sachen rum, aber was wir auch hier ganz groß vorne, wirklich, jedes Mal, die Funktion des, ich könnte echt jedes Mal halb ranten oder mich einfach drüber lustig machen, die Hauptfunktion des Overhead-Projektors, meine Damen und Herren, ist das Halten der sehr, sehr teuren PTZ-Kamera. Good job. Amazing. Genau, und dann, genau, er hat Kapitelfolien. Es gibt bei mir natürlich immer extra Bonuspunkte. Dann geht's irgendwann los. Overlay. Stinger-Grafik nennt man das, was wir gerade gesehen haben. Und dann steht er wie selbstverständlich mit Folgekamera im Raum. Und worauf ich hinaus will, ist auch diese Dreiviertel, Einviertel Analyse, die du auch letztlich hast. Und hier muss ich sagen, ich mache mich ja auch oft lustig über 4:3 Folien. Hier macht es Sinn, weil eine 16:9 Folie viel zu viel Platz verbrauchen würde. So, woran ich mich hingegen nicht mehr lustig mache, ist. Guck auf meinen Twitch-Stream, den du gerade gesehen hast, was waren das? Das waren 4:3 Folien. Ja, oder insgesamt haben Medien eine Berechtigung, wenn man sie denn sinngemäß einsetzt. Man kriegt auch, wenn man es richtig macht, mehr Inhalt auf eine 4:3 Folie. Aber eine schöne betonierte weiße Wand erwarte ich eine 16:9, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn der Beamer, der halt, naja gut, also bevor ich in meinen Beamer 4:3 Rant reinlaufe, das finde ich halt eine ganz schöne Ansicht, weil ich auch glaube, dass er zu den, ich meine, du hast jetzt, ist irgendwie interessant, du hast gerade in deinem Video gestanden, ich habe mich jetzt für meine Videos auch wieder dazu entschieden zu stehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob man kriegt auch irgendwie besser Luft, man kann besser sprechen, so habe ich es auch gelernt. Ein anderer, Dietmar Till, möchte auch im Stehen vorlesen oder erklären. So, und ich glaube, dass es die natürlichere Variante ist, weil man sie halt sehr geübt ist. Gut, wir sitzen gerade beide, das ist auf der Kontraliste. Aber was mir eben auch bei ihm auffällt, er bewegt sich gar nicht so viel, nimmt ab und zu mal was vom Publikum auf. Aber eigentlich hält er, also ich habe ihn jetzt noch nie in Präsenz gesehen, aber ich glaube, das ist einfach so die Art, wie er unterrichten möchte oder vorlesen möchte, wie auch immer. Und das fand ich eine sehr schöne, dass man das mal digital eingefangen hat und trotzdem den auf den Professor Lasch-Stil sozusagen zurückgreifen kann. Ja, habe ich sehr gefeiert, die Vorlesungsreihe. Und es geht ja jetzt auch los, jetzt erst los. Also, genau. Naja, und ich habe jetzt einfach immer probiert, alle Sachen, die ich in Präsenz mache und die sowieso in Zoom stattfinden, dann eben auch parallel einfach nochmal bei Twitch rauszublasen in der Aufzeichnung, was mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Also letzte Woche zum Beispiel am Dienstag bei der ersten Vorlesung, da war ich am Ende so traurig, dass das nicht funktioniert hat,
weil ich hatte alles vorbereitet. Es hat natürlich mit massiven technischen Problemen zu kämpfen gehabt beim ersten Mal, dass irgendwie überhaupt hier ein Echo und da ein Echo und dann hat wieder der Adapter im Hörsaal gefehlt und dieses und jenes. Und am Ende hat alles funktioniert und das Einzige ist, ich habe vergessen, auf Start Stream zu klicken. So. Nein. Doch. Und dann irgendwann zwischendurch ist mir eingefallen, Mensch, jetzt war zwar alles eingerichtet, aber du hast vergessen, auf Start zu klicken, weil es dann schon so... Weil es dann schon so Viertel war. Aber egal. Naja, also das mit diesem, klar, Radiocam und vorher schon anmachen, das habe ich auch immer gemacht. Solange ich das alles von meinem Büro aus schön gestreamt habe. Jetzt im Hörsaal ist mir das einfach, also das gibt halt die straffe Zeitplanung nicht her. Um drei Viertel sozusagen kannst du froh sein, wenn du in den Raum rein darfst, wenn die Leute vorher da schon raus sind, du anfangen kannst aufzubauen und dann ist das halt super knapp in einer halben Stunde. Was man ja auch nicht vergessen darf, also wenn man hier wirklich ganz an den Anfang geht, du siehst sie nicht aufbauen, ne? Er ist schon verkabelt, die Kamera steht da, so wird wahrscheinlich, also entweder du sagst, das ist irgendwie unser Raum von unserer Fakultät, da gibt es ja so einige wenige Räume, ich glaube nicht, ich schätze jetzt, ich gehe davon aus, dass es ein ganz normaler Seminarraum ist, weil ein Vorlesungsraum ist es, glaube ich, nicht. Der wäre einfach von der Perspektive größer, aber es ist nur eine Vermutung. Das Zeug wird dann, denke ich, nicht einfach so stehen. Und deswegen die Aufbau- und die Abbauphase, die sieht man nicht. Und deswegen habe ich, das war ja auch in meiner Tweet-Reihe letztens, wo ich halt gesagt habe, wir brauchen so viel mehr als einfach nur eine Folgekamera. Ich will die Karlsruher Idee, die haben ja das so ein bisschen aus der Taufe gehoben, überhaupt nicht kleinreden, das ist für bestimmte Settings definitiv eine gute Methode. Ich würde aber nur so als irgendwie quasi Apostroph oder Strich nur mit einem festen Setup, weil sonst kommen halt auch nur die Enthusiasten, du, Professor Lasch und wie sie alle heißen, zum Zuge, weil nur die machen sich die Mühe, weil sie es irgendwie dann doch toll finden oder dann den Mehrwert sehen. Ja, und man sieht die nicht aufbauen, man sieht die nicht abbauen. Ist das auch von ihm? Essentials, wie schreibt man E-Mails an Studis? Ja. Ja, ist cool. Das muss ich nachher gleich mal... Ja, es hat auch nur 474 Aufrufe. Das lässt sich noch toppen. Also das könnte ich auch an einige unserer Studierenden mal direkt weiterleiten. Kennst du von Read the Syllabus das Meme mit How to Write E-Mails? Ja, ich glaube nicht. Ich muss mal gucken, ob ich es gleich raussuche. Was mir ja auffällt... Ehre, wem Ehre gebührt, er macht alles in OER 4.0. Ist einfach heftig. Also in CC BY, ja. Also hier oben, man sieht es, glaube ich, jetzt in unserem Stream nicht, CC BY 4.0, Kanal von Professor Alexander Lasch, ist hier mit BY in der Namensnennung rausgegangen. Ja, ist stark. Also da kann man auch einfach Workshops zu OER und OER Barcamps, ich habe leider auch keins mitmachen können, wichtig. Aber bei so Leuten oder ja, Professoren wie ihm oder auch bei dir sehe ich einfach machen. Also quasi, wenn Content erstellt wird, kann man halt einfach sagen, das ist jetzt OER. Auch hier wieder Apostroph. Wenn man halt nur Inputmaterialien benutzt hat, die auch wahrscheinlich OER sind. Also, ja. Ja, aber wenn man alles oder das meiste selbst erstellt hat, ist das eigentlich kein... großes Problem. Was ich halt auch hier voll des Lobes bin oder was ich auch einfach wichtig finde, dass es eben keine IT- oder ingenieurswissenschaftliche Disziplin ist. Meine Liste an Beispielen von Mathe-Professoren, die auf Tablets schreiben und alles schon in Streams analysiert, die ist sehr lang. Aber auch die Linguisten, die Computerlinguisten, also Grüße an @Fußballlinguist, die haben, glaube ich, eine gewisse Nähe, aber es ist eben kein Ingenieursbeispiel. Ja. Guck mal, ob ich den naja, und ich, also, ich glaube, Jürgen Handke ist ja auch ein großer Linguist, der sehr viel auf dem Thema gemacht hat. Und ich, so wie ich ihn kenne und das mal herausgehört habe, hat er ist halt nebenbei auch Musiker. Und ich denke sozusagen Audio-Tontechnik als Musiker hat er bestimmt irgendwie Equipment gehabt oder hat so über Sachen überlegt, Mensch, das könnte man, wenn ich irgendwie Musik aufzeichnen kann, auch so jetzt in das Wirbis, ja. Ja, doch, das kenne ich von PG Comics, ja. Ja. Genau. Es gibt auch von Martin Bonnet so ein wunderbares Video, wo er so die
die 10 typischen Profs erklärt und immer der, also da habe ich doch mal ein Video zu gemacht, gucken Sie mal auf meinen YouTube-Kanal, da gibt es doch ein Video. Und das sage ich, das stimmt, tatsächlich ertappe ich mich häufiger dabei, dass ich das auch schön gegenüber sage, wieso, zu der Aufgabe, da gibt es doch auch wieder eine Lösung bei YouTube, schauen Sie mal nach. Ja. YouTube, haben Sie schon mal gehört? Das ist das mit diesem roten Knopf in der Mitte. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Also, ja, diese Kamera lässt mich ja nüchtern zurück, aber dieses Mikrofon, was der Andreas da vom KIT empfohlen hat, das ist echt der Knaller. Also, das muss ich mal sagen. Okay. Das ist echt super gut, weil es einfach super praktisch ist in der Anwendung. Man nimmt es raus aus dieser Packung, steckt sich es an und es funktioniert. Man muss es nicht mal einschalten, man muss keinen Knopf drücken, man muss überhaupt nichts machen und am Ende steckt man es einfach wieder in die Packung rein. Es ist super. Man muss zum Laden keine Kabel stecken oder nur eins. Also das ist, dieses Mikrofon ist echt super. Weißt du, wie es auswendig heißt? Dieses Hollyland Lark 150. Also wer sich irgendwie ein Mikrofon... Hollyland, ja. Eine Firma, die auch ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Ticker hatte. Hollyland Tech. Ja. Und die bauen eigentlich so, wie ich das sehe, schon so eigentlich super professionelles Audio- und Video-Wireless-Übertragungsequipment. Also man will irgendwie einen Videostream. Hold up, ist das... Gut, okay. Ja, siehst du, da ist dieses Mikrofon und dann das sind irgendwelche anderen super krassen Video-Übertragungssysteme. Okay. Dual Mics on. Say you, say me. Okay. Ja, und bald werde ich auch Yoga-Kurse machen. Ah, gut, okay, das sind dann die Standards. So. Aber witzigerweise war die OBS-Storyline von deiner Kamera jetzt ähnlich so. Also da war dann auch irgendwie sehr, sehr glückliche Menschen. Yoga, warum? Einfach direkt Yoga, Fitness und noch mit irgendwo war dann auch so, ja. Also so, das ist eine natürliche Lehr- und Lernposition, was wir hier sehen, ist doch klar. Naja, gut, aber interessant. Nee, also war auch auf meiner, also ich meine, wir machen ja hier keine Produktwerbung, nichts, aber ist tatsächlich, war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ja, so sieht ein typischer Vorlesungssaal aus, jedenfalls in meinem Kopf, ganz klar. Okay. Und dieses Mikrofon haben wir bei diesem Maustüröffner-Tag benutzt, wo wir mit den Robotern gemalt haben. Okay. Obwohl ihr so nah beieinander standet. Genau, eines hatte ich eines hatte mein Kollege Thomas Scheischmidt um. Das ist an dem Tag, wo wir es wirklich gemacht haben. In dem Video, okay, da habt ihr, okay. War es leider noch nicht aufgeladen. Ja. Das habe ich da wirklich, haben wir sozusagen an dem Tag das erste Mal ausprobiert. Und das hat auch mit praktisch einmal Nachladen den ganzen Tag durchgehalten. Was mich da immer interessiert ist, ob das, genau, weil es hat ja 2,4 Gigahertz, also da, wo auch mal gerne WLAN-Router unterwegs sind, verbinden die sich automatisch oder die verbinden sich automatisch und die werden natürlich sich da schon irgendwas überlegt haben, dass sie dann die Kanäle wechseln, wenn der Kanal gerade voll ist und wenn da irgendwas passiert. Mhm. Ich hatte gestern im Hörsaal interessanterweise das Problem, wir haben ja so Hörsaalmikrofone und ich habe ein Mikrofon rausgenommen und ohne dass man in das Mikrofon reingesprochen hat oder nicht, sobald dieses Mikrofon an war, hat es gepiept. Und dann habe ich einfach das wieder zurückgestellt in die Ladeschale und habe ein anderes der Hörsaalmikrofone genommen, was dann in Ordnung war, habe das, was gepiept hat, sozusagen gemutet und gut war. Okay. Und dann habe ich halt dann mit dem anderen Mikrofon festgestellt, ich hatte mir noch für ein Experiment eine zweite Webcam aufgebaut, eine Logitech C920, da diese Standardkamera. Und sobald ich mit dem Hörsaalmikrofon, was man ja so hier sozusagen vor der Brust hat, dicht an die Kamera, die vor mir auf den Tisch stand, rankam, hat man wieder ein Piepen in dem Mikrofon gehört. Also es gab eine schöne, interessante elektromagnetische Überkopplung zwischen der Webcam und zwischen dem Hörsaalmikrofon. Und im Hörsaal haben sie irgendwelche Sennheiser-Dinger und die funken, glaube ich, auf 800 Megahertz oder 800. Krass, nee, da ist ja eigentlich genug Platz dazwischen. Also Ja. Also ich weiß auch nicht, denn es kam dann noch jemand von der Medientechnik vorbei, der hat dann postuliert, dass diese Mikrofone ganz gerne mal zum Piepen neigen, wenn der Akku zu leer ist. Also wenn es zwar sagt, es ist vollgeladen, aber eigentlich nicht wirklich vollgeladen ist. Okay, krass. Ja, dann. Aber das ist, also wer sich mal noch irgendwie ein schönes
Funkmikrofon ein eigenes für so hybride Settings. Also dieses da kann man wirklich meines Erachtens bedenkenlos empfehlen, ja. Nur bitte wenn es nicht denn werfen. Bei Amazon verfügbar ist. Nein, naja, man kann es natürlich auch woanders kaufen. Ja. Ja, aber und nicht werfen. Also, ich weiß, das machen auch die Karlsruher ganz gerne, aber ich hab unserer Medientechnik davon erzählt. Deswegen ist es auch in meinen Tweet mit reingewandert. Also erstens wirft man Mikrofone mal grundsätzlich nicht. Und dann, ja, also ich verstehe die Idee, aber dann kommt das Wurfmikrofon, dann, okay, danke, dann wird es abgelegt und normal weitergesprochen. Ja, dann braucht man halt auch, ich weiß nicht, jetzt, wie viel das von Holy Land kostet, aber dann brauchst du das halt auch nicht. Ah, Medienkompetenz, schön. Ja, also das Mikrofon geworfen habe ich jetzt in diesem Sinne auch noch nie. Nee. Und also ich glaube, da sind wir jetzt so bei diesem Punkt mit Hybridlehre. Die Studierenden, also je nachdem, wie groß die Gruppe ist und wer da noch so zuschaut und zuhört, ist die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, doch deutlich geringer, wenn man die Frage erstmal so in den Raum stellt und sie halt nur ganz leise am Mikrofon der Lehrperson dann mit aufgenommen wird. Ja. Und die Lehrperson im Zweifel die Frage halt nochmal wiederholt und vielleicht auch nochmal ein bisschen schärft und anders formuliert und dann halt beantwortet. Stimmt schon. Also, ach, ich weiß es nicht. Bei uns also zumindest fangen nächste Woche an. Vorlesungsformate, klar, es gibt immer, wenn man sehr interaktiv mit Studis arbeitet, also so in diesem Sprechstundenformat, dann würde ich halt auch ein zweites Mikrofon, aber ja, dann würde ich das eben auch nicht durch die Gegend werfen, wie du sagst, sondern halt einfach geben. Mal gucken, morgen wäre ja wieder Sprechstunde, mal gucken, ob morgen ein paar Studis vorbeischauen und sich das Ganze anschauen. Ansonsten ist das Wintersemester erstmal ganz gut gestartet und im Vergleich zum letzten Jahr, ich habe letzte Woche wieder die Frage gestellt in der Vorlesung, was glaubt ihr, wie lange die Uni noch offen bleibt? Und hatte wieder irgendwie diese Abstufung, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen. Nostradamus und? Und im letzten Jahr haben natürlich die meisten, glaube ich, gesagt, noch zwei Wochen. Es war dann tatsächlich nur eine Woche. Und in diesem Jahr haben verständlicherweise die meisten Studis gesagt, naja, also acht Wochen mindestens. Warum sollte die Uni jetzt irgendwie zumachen? Und ich bin in diesem Semester tatsächlich auch viel zuversichtlicher, dass die Uni offen bleibt. Zumindest noch eine gewisse Weile, schauen wir mal. Und die Teilnahmequote in Präsenz ist auch viel stabiler als im letzten Jahr. Also obwohl alles in Zoom stattfindet parallel und man sich auch eine Aufzeichnung bei Twitch anschauen kann, kommen die Leute trotzdem in Herrscharen in den Hörsaal, um sich dieses Hörsaal auch mal von innen anzuschauen. Vielleicht ist das jetzt auch nur der Neuigkeitseffekt noch, ja, so wie wenn man früher gesagt hat, wir machen jetzt ein Video und alle gucken sich das an, weil es irgendwie neu ist. Ja. Vielleicht hat der Hörsaal mittlerweile auch wieder einen Neuigkeitseffekt. Ja. Das sollte, keiner will die Hörsäle abschaffen, keiner will die Professoren und Lehrpersonen abschaffen. Es hat mit Sicherheit mal, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe jetzt hier drei Semester Studiengebühren bezahlt. Jetzt will ich mein Ticket auch mal benutzen. Das ist bei uns noch so ein, Treppenwitz. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass man, wenn man dann irgendwie auch sozial einen gewissen Anschluss gefunden hat und dann kommen vielleicht ein, zwei von einer Lerngruppe oder so vorbei, natürlich ist das auch interessant und irgendwie auch aufregend, wenn man jetzt das erste Mal an die Uni kommt. Wir hatten jetzt auch erst die Tage und dann auch so Führungen und so hat man ja auch sonst nicht mitbekommen oder ja. Das natürlich liegt ja, als ist man fängt seine Studienreise an, wie auch immer, klingt ein bisschen esoterisch, aber Thomas Mann, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist natürlich auch beim Studienanfang so. Und dann möchte man mal hören, ich finde es auch interessant, dass dann, ich würde mir als Erstsemester mit ganz viel Hindsight Bias natürlich vorstellen, was ist denn dieses Präsenzlehre-Ding, was unbedingt alle jetzt zurückhaben wollen? Wie sieht das denn jetzt aus? Aber das stellt sich natürlich. Ja, ein wirklicher Erstsemester jetzt nicht. Die wollen gute Lehre und den Austausch mit Kommilitonen, Kommilitoninnen. Und ich sag mal, dass diese Formate werden ja zeigen, dass, also selbst wenn man jetzt irgendwie viele Sachen parallel in Zoom macht und selbst wenn man es aufzeichnet, wenn das, was im Hörsaal passiert, trotzdem gut gemacht ist und aufgrund des doch
anderen Formates und Austausches für die Leute interessant und vorteilhaft ist und Gewinn bringt, ist, dann werden die Leute auch weiterhin gerne natürlich in den Hörsaal kommen. Ich habe natürlich auch wieder von anderen Studis gehört, okay, ja, hier diese eine, jene Vorlesung, da sitzt halt jemand da vorne, der liest genau die Folien so vor, genau wie sie halt, oder das Skript genau in der Reihenfolge vor, wie es halt im Skript steht, und dann kann man halt mit dem Stift in Zeile nach unten gehen und sagen, okay, jetzt ist ja gerade die Person gerade an der Stelle angekommen. Ja, das sind dann halt natürlich andere Formate, die sich vielleicht nicht so lohnen, da dann mit anderen Leuten im Hörsaal zusammenzukommen, außer man möchte natürlich irgendwie die Leute treffen und sich mit den Leuten austauschen. Ich hatte gestern ein sehr schönes, das muss ich mal noch twittern, ein sehr schönes Meme, was mir ein Kollege oder so ein Icebreaker mit 4 Bildern von Angela Merkel. Welcher Vorlesungstyp bist du? Und dann war so die aufmerksam zuhört, die nicht keinen Plan hat davon, was der Prof spricht. Okay. Die Plaudertasche und die ihre Freunde bei Insta verteckt. So. Und dann war es total witzig, weil im Hörsaal, wir haben natürlich auch viele Studierende mit Migrationshintergrund und mittlerweile ist den Studis schon klar, dass bei mir keine Frage zu banal ist, und dann hat jemand gefragt, was denn eine Plaudertasche ist. Und dann musste ich erklären, was eine Plaudertasche ist. Okay. Ja, und? Was ist eine Plaudertasche? Jemand, der halt viel erzählt und sich viel mit dem Nebenmann und Nebenfrau unterhält und viel tuschelt. Und ja, so ein Babbler war halt. Eigentlich von dem, bitte sag nochmal. So ein Babbler halt. Hesse sagen. Es war eigentlich von dem Bild, was da ausgewählt war, auf diesem Icebreaker auch sehr gut erkennbar, aber egal. Ist natürlich. Ja, twitter das mal. Das ist. Ja, könnte sehr interessant werden. Das wäre ich mal. Das war, glaube ich, von der Heute-Show. Naja, und ansonsten was ganz Interessantes: Wir haben halt, also diese Vorlesung, wie gesagt, Hybrid. Es sind jetzt ungefähr immer so 70, 80 Leute im Hörsaal und ich würde mal sagen, so 10, die nur per Zoom dran teilnehmen. Oh wow, das ist jetzt, also ich dachte, jetzt wäre zumindest eine gewisse Parität vorhanden, aber. Nee, also deswegen sage ich ja, ich bin erstaunt, wie sehr die Leute doch in Richtung Campus gezogen werden. Und wir haben 8 Übungstermine geplant. Ganz kurz, wie nah ist euer Campus an der Stadt oder an. Naja, also vom Stadtzentrum ist der nicht so weit weg. Also vom Campus bis ins wirkliche Stadtzentrum von Magdeburg gehst du 10 Minuten zu Fuß oder fährst 5 Minuten mit der Straßenbahn. Also das ist der Campus ist schon sehr zentral. Weil Hypothese, es sind jetzt langsam mehr Studienanfänger oder auch die letzten 3 Semester einfach zugezogen. Jetzt war sozusagen jetzt lohnt sich ein Umzug. Das ist so meine Hypothese. Ja, und das so eben vielleicht auch. Also gegenüber dem Sommersemester, die Mensa hat wieder offen. Es gibt andere Sachen auf dem Campus, die offen sind. Es gibt andere Lehrveranstaltungen, die halt in Präsenz stattfinden. Was die Studis meinen, es lohnt sich halt auch, selbst wenn ich eine halbe Stunde fahre oder eine Dreiviertelstunde fahre, lohnt sich der Weg, weil das nicht die einzige Lehrveranstaltung ist an dem Tag, die halt in Präsenz stattfindet. Und wir haben diesmal auch eine sehr gute Zeit, Henrik. Wir haben von 11 bis 13 Uhr Vorlesung, von 11 bis 13 Uhr. Das ist natürlich schwierig, weil es geht über die Mittagspause. Ja, danach kann man direkt in die Mensa gehen und kriegt aber auch das, was. Ja, vor allem kann man nach dem Frühstück direkt. Genau, nach dem Frühstück kann man direkt in die Uni fahren. Das ist schon recht vorteilhaft gegenüber den. Aber ich habe eine Übung jetzt auch immer wieder von 7 bis 9. Ja, aber das sind, Leute, das sind studentische Zeiten. Einfach mal die Perspektive wechseln und überlegen, warum ist 7.30 Uhr nicht so gut besucht? Man weiß es nicht. Aber ich habe dieses Jahr eine total gute Übungsgruppe. Also das sind wenig Leute, aber die sind super gut vorbereitet immer. Die können alle Aufgaben rechnen, machen sehr wenig Fehler dabei, was mich dann natürlich ärgert, weil ich niemanden auf Fehler hinweisen kann. Ja, böse gesagt. Mal gucken, aber wir sind ja auch erst in der zweiten Übungswoche, dass die Aufgaben eskalieren sich natürlich langsam in der Schwierigkeitsstufe nach oben. Aber bei den Übungen ist auch interessant, also 8 Übungstermine. Und weil ich eben nicht den Kollegen und Kolleginnen, diesmal sind es nur Kollegen, technische Hürde aufbürden wollte, das in Hybrid zu machen, habe ich halt gesagt, okay, wir machen 7 Übungstermine in Präsenz und wir machen einen Übungstermin online. Praktisch für alle, die irgendwo nicht in dem Präsenztermin unterkommen, die irgendwie in Quarantäne sind, die sich krank fühlen, die was auch immer, die eben nicht aus diesen und jenen Gründen an die Uni kommen möchten. Ja. Und dieser Online-Übungstermin ist bisher sehr schwach besucht.
Was heißt schwach? Also, ich glaube, letzte Woche waren da zwei Leute. Ich glaube, in dieser Woche ist er ausgefallen. Oh, wow. Weil mit der Idee, dass man N Gruppen hat und dann noch eine weitere, die rein online macht, habe ich ja 2019 auf Twitch Sachen angefangen als Tutor. Weil ich halt gesagt habe, das skaliert, ich würde es gerne ausprobieren. Ja, genau, du hattest damals keinen Raum gefunden. Genau, ich hatte damals gesagt, habe das kurzfristig übernommen und dann habe ich keinen Raum gefunden, habe ich gesagt, dann gehe ich in den digitalen Raum, da brauche ich einen Schlüssel. Platz. Genau, da ist immer noch, ja, da ist noch relativ viel Platz. Spannend, okay, weil da habe ich dann sozusagen so Carry-Over-Effekte in die andere Richtung gemerkt, weil halt Leute gesagt haben, boah, die Woche geht nicht, der wird schon was Ähnliches erzählen, also klinke ich mich damit rein, was der für eine Ordnung ist. Ja, vielleicht entwickelt sich das auch im Semester natürlich noch, wir sind erst in der zweiten Woche, wie gesagt, in meiner Sprechstunde war jetzt in der Hinsicht auch noch nicht viel los. In dem Mathematikvorkurs war das halt so, da habe ich eben das Plenum, also eine Vorlesung ist das ja auch nicht wirklich, das habe ich auch immer bei Twitch gestreamt, das ist ja auch mehr Quizze und gemeinsames Zeichnen, Interaktion, das habe ich halt auch komplett online gemacht, mit allen Leuten, das waren so immer 40, 50 so in dem Dreh, und dann hatten wir die vier Übungsgruppen auch so aufgeteilt, dass es dann drei Übungsgruppen in Präsenz gab auf dem Campus und eben eine Übungsgruppe, wir hatten das vorher so ein bisschen abgefragt mit einer Umfrage, wer möchte eher Präsenz, wer möchte online, wem wäre es egal. Und da war das dann halt eine reine Online-Gruppe und die war da aber auch gut besucht. Also dann waren das halt in jeder Übungsgruppe eben so diese 10, 12, 15 Leute maximal und da war die Online-Übungsgruppe eh nicht gut besucht. Aber das war ja eben noch vor dem Semester. Ich glaube, da war auch so die Rückmeldung von den Studis, ich bin jetzt noch gar nicht in Magdeburg oder ich bin irgendwie gerade noch auf Wohnungssuche oder ich habe dieses und jenes. Und da ist die geringere Hürde einfach über den digitalen Zugangsweg an der Lehrveranstaltung teilzunehmen. Haben die denn überhaupt, ich sage jetzt mal ganz böse, Druck? Jetzt zweite Woche hast du ja gesagt oder dann, ich meine, die zweite Woche ist jetzt mit morgen auch um. Müssen die denn überhaupt schon Sachen abgeben? Also, weil ich meine, das korreliert natürlich auch. Also ja, sie müssen spätestens nächsten Montag müssen sie was abgeben, weil dann, also jetzt gerade am Montag ist wieder dieses Verfahren mit den personalisierten Zusatzaufgaben gestartet und sie haben alle eine Aufgabe. Machst du wieder die Frequenzen bekommen? Mit? Mit was? Mit? Die Frequenzen, die jeder kriegt ein Frequenzdiagramm und dann musst du. Ja, genau. Also jetzt diesmal geht es um Ladung und Strom, aber alle kriegen die gleiche Aufgabe, jeder kriegt ein anderes Diagramm und die können gerne das im Prinzip zusammen lösen, aber nicht einfach voneinander plagiieren. Okay. Und das reichen sie nächsten Montag ein. Aber diese Einreichung ist ja auch rein online. Also diese Einreichung ist ja nicht papierbasiert. Sie sollen das zwar mit Zettel und Stift auf Papier lösen. Und oder ein Foto machen, oder? Sie können das auch mit digitaler Tinte machen. Okay. Ja, aber auch da muss ich, also, wenn die am Montag ist, dann ist da ja am Samstagabend auch noch Zeit, wenn ich auch hier wieder studentische Seite einnehme. Also, Hand aufs Herz, entweder man hat es wahrscheinlich, also, wahrscheinlich hat man sich entweder schon jetzt schon mal damit beschäftigt und braucht irgendwie noch an der einen oder anderen Stelle. Und ansonsten, wir kennen ja auch, haben ja auch oft schon über diesen Effekt gesprochen. Wie heißt das? Midnight, 11th Hour, Panic, Torschluss, Panik, noch was abgeben. The Deadline ist die Ultimate Inspiration. Yep, genau. Und ich meine, uns geht's ja auch so. Also, wie viele Call for Papers werden noch gepusht? Aber das ist eine andere Thematik. Oh ja, ich hab jetzt an den letzten, die letzten 5 Tage 3 Sachen exakt 2 Stunden vor der Deadline auch hochgeladen. Also ist das halt, ja. Also irgendwie ist das ja durchaus auch in Ordnung. Ich mein, ja, aber es ist halt auch ein gewissermaßen vorgelebt. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass das selber schon im Studium schon immer so war und wir das jetzt mit in die Lehrkarriere mitnehmen. Also weiß man nicht, wie da die Wechselbeziehung ist. Ja, es ist halt einfach die Frage, wie man irgendwie seine Prioritäten setzt und wie man halt, und manchmal hat man vielleicht auch einfach zu wenig Zeit, um das schon mal proaktiv zu machen. Als Student, als Studentin sollte das vielleicht nicht der Fall sein. Ja. Aber klar, auch da hat man natürlich berechtigterweise andere Hobbys, muss vielleicht nebenbei arbeiten, um noch seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil man nicht in der privilegierten Situation ist, definitiv. aus
dem Elternhaus finanziell sehr gut ausgestattet zu sein. Ja. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Fantastisch. Dann sagen wir ciao, ciao an alle, die uns zugeschaut haben. Genau. Wir finden einen neuen Termin. Wir könnten den auch schon mal vorher, das machen wir jetzt. Wir retweeten gleich den Videolink hier in der WOT. Und dann machen wir so richtig Marketing. Krass. So richtig das ist, krass. Sagen, das hat jetzt irgendwie die 15. Folge gebraucht, bis wir auf diesen Gedanken. Trotzdem kein Mensch in den Kalender ein. Niemand. Aber naja. Wir werden sehen. Vielleicht, wir werden doch. Sehen, ja. Vielleicht, ja. Machen wir genau so. Dann gute Out. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder über Dinge und Themen sprechen, die irgendwas mit digitaler Lehre zu tun haben. Die wir vorher uns auch nicht abgesprochen haben. Nö. Das macht dieses Format aus. So wie heute. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao.